Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, Jigs of Time. Es geht wieder weiter in einer neuen spannenden Folge hier bei Zoras Domain. Aktuell da, wo Lord Yabu Yabu rumliegt. Haben wir gerade diesen, ja, schwierigen Hindernisparcours mit Kletterkurs. Da muss man mal ziemlich drauf achten, dass das Timing stimmt. Denn hier sind überall diese Birdos. Und die nerven halt richtig, ey. So. Dann 1, 2, 3 und jetzt. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie auf den Baumstamm drauf. Gott, ey, guck dir das an. Oh, ganz langsam. So, hier bin ich im letzten Part so oft runtergeflogen. Ein Ei. Verstehe. So. Ja, was mache ich jetzt mit dem Ei? Wunderschön. Ich muss da bestimmt oben drauf bashen irgendwie, ne? Oh Gott. Ja, wie mache ich das? Wie komme ich da oben drauf, bitte? Da ist, ich sehe es gerade, da ist eine Sprungplatte, die sich im Kreis dreht. Soll man sich verarschen? Okay. Sehr schön. Okay, jetzt einmal von der Seite noch. Jetzt wieder von oben. Und jetzt von hier. Okay, ich muss glaube ich so machen. Nee, warte. Den hier. Warte. Ich hab's gleich. Zack. Jetzt wieder von oben. Hä? Und dafür gibt's halt ein Puzzleteil. Okay. Nummer 5. So, jetzt ist die große Frage. Jetzt haben wir doch aber... guck mal. Da ist, das ist doch... Between Worlds. Ja. A Link Between Worlds. Okay. Das hätten wir auch geschafft. Jetzt ist halt die große Frage. Mir fehlen noch sau viele Noten. Kann es sein, dass ich hier erstmal nicht weitermachen kann? Weil ich glaube, ich brauche halt die Verwandlung. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich jetzt so hin soll, um Noten zu suchen. Das ist echt schlimm gerade. Mir fehlen nur 17 Noten. Das ist halt echt wenig. Ich brauche fast keine Eier mehr. Und Eier brauche ich auf jeden Fall auch. Okay. Machen wir erstmal einen Free Jump ins Wasser. Ja, Leute, wir müssen uns irgendwie klein machen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Da war diese Spielehalle. Ob das was mit der Spielehalle zu tun hat? Ich brauche auf jeden Fall Eier. Wie soll ich denn weiterkommen ohne Eier? Wir können doch nicht hier so ein krasses Level hinbauen und dann erwarten, dass du hier mit 50.000 Eiern reingehst. Ich guck mal ganz kurz nochmal hier rein, ob ich hier noch irgendwas finde, aber ich glaube, hier den Abschnitt hat man komplett schon beendet. Also ich... ja, ich kann mich zumindest nicht entsinnen, dass hier noch irgendwas war. Außer, dass es hier zum Beispiel weitergeht. Muss ich halt aber auch wieder klein sein. Und ich weiß noch nicht, wo ich mich klein mache. Ich hätte jetzt das Spielesender im Hinterkopf. So, warte mal. Da unten kann man zum Beispiel auch durch, aber da muss ich mir auch klein sein. Da gibt es ein paar Eier. Ich hole mir erstmal ein paar Eier. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz feine Idee. Oh, was ist denn das? Was haben meine Augen da unten gerade erspäht? Guck mal da unten. Was ist das? Ich habe das Eiertor gefunden. Aber ich kann unter Wasser nicht Eier schießen. Muss ich hier auf gut Glück vielleicht unter Umständen ein Ei pupsen? Um da unten das Türchen aufzumachen. By the way, das ist auch so ein Easter Egg von Ocarina of Time.
Denn da unten in der Ecke, wenn man in Ocarina of Time da taucht, sieht man halt so einen, ja, so ganz komischen Loch. Als Kind halt nur, ne? So, warte mal, ich guck mal kurz. Okay. Das war jetzt nicht so der Burner-Treffer. Jo, das hat geklappt. Alter, geil. Und da ist aber halt nichts drin. Das ist einfach so ein, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, einfach so ein Spielfehler. Da ist halt wie so eine Höhle. Und man hat sich da aber auch schon mal reingeklitscht und da ist halt nichts drin. Aber es ist halt wie so eine kleine Höhle. So, mal gucken, ob wir hier aber in Banjo-Kazooie was finden. Ja, Snoden und Eier. Sachen, die wir beide brauchen. Wäre halt voll mies, wenn jetzt hier irgendwas Krasses noch versteckt wäre. Scheiße, was ist das? Ist das ein U-Boot? Jo, vielleicht kann ich mich... Ich kann mich hier verwandeln. Hey, Alter, wie mies. Wie mies ist das bitte versteckt? Junge. Und ich dachte, ich komme hier nicht weiter. Aber das ist einfach super mies versteckt. Was zur Hölle? Okay, 88. Da ist noch einer von den Schädeln. Den nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Ich kann pokern. Kriege ich nicht mehr los, glaube ich. Okay, 89, 90, 91. Ich glaube, ich komme auf die 92 raus. Oder 91? Mann, hier sind schon wieder so ganz komische Anzahlen von Noten. Das gefällt mir schon wieder alles nicht hier. Das ist alles nicht richtig, glaube ich. Okay. Ich gehe mal hier rein. Muss ich da reintauchen? Ja. Das hat funktioniert. Guck mal, bei dir kriegt du bestimmt auch wieder Eier, ne? War das nicht so? Guck mal hier, erstmal wieder 15 von den Typen opfern. Ihr habt auch gesagt, ich muss echt jetzt aufpassen. Was bin ich denn? Ein Krokodil. Dass ich Mumbo call this baby Dodongo. Ah. Press B to bite some enemies. Ach, ich kann jetzt auch Menschen töten. It can spit fire. Go on. Only if you are in lava. Was, wenn ich in Lava bin, kann ich Feuer spucken? Aber Feuer darf ich, halte ich nicht aus. Toll. Hui. Warte mal ganz kurz. Sind da oben noch... Ne, da oben ist gar nichts. Doch Federn... Okay, das sind zwei rote Federn. Brauche ich nicht. Aber ich bin jetzt ein Crocodile. Kann ich schwimmen? Kann ich schwimmen? Oder nur latschen? Hm. Nur latschen. Aber ich kann unter Wasser latschen halt, ne? So, jetzt ist halt die große Herausforderung, herauszufinden. Ich hoffe, ich habe halt hier keine Noten vergessen. Das wäre ja echt schlimm. Ich meine, es wird trotzdem interessant werden. Aber ich kann halt beißen, das ist auch cool. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall ein paar Orte zu entdecken jetzt, denke ich. Wo wir als Crocodile rumlatschen müssen. Das Coole ist, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass es unter Wasser irgendwie knapp werden könnte. So, das hole ich mir mal kurz. Dann haben wir hier auch schon den ersten Punkt. Oh Gott, war das klug? Okay. Ich habe Noten gefunden. Okay, mit den Kristallen kann ich scheinbar nichts machen. 92. Es wäre echt mies. Warte mal. Ich hole mir mal schnell das Leben. Ich muss mich hier selber penetrieren ein bisschen, oder? In dem Level. Kann das sein? Ich glaube schon. Da gibt es auch ein Puzzle. Bisschen Leben ab und zu noch sammeln. Aber auch sau viele Noten. Oh, solange ich die 100 Noten erreiche, bin ich echt glücklich. Das reicht mir vollkommen erstmal. Restliches ist alles nebensächlich. 93, da kriege ich nur eine Erleben. So. 94. Da ist die 95.
Also solange ich mich abwechselnd treffe und Leben bekomme, bin ich eigentlich fein damit. Aber es ist wirklich so gedacht, oder? Ich glaube schon. Damage kriegen, weitergehen. Damage kriegen, weitergehen. Okay, wir haben Leben. Wir haben Noten. Nur nicht draufgehen, Leute. Das wäre super ärgerlich. Ich würde mich so in den Arsch beißen, wenn ich jetzt irgendwie draufgehe. So. Die Musik ist echt schön. Also, ja, die normale Eishöhle ist halt weg. Aber die haben trotzdem genug Aspekte reingepackt, glaube ich. Oh Mann, ich muss da lang, oder? Jetzt habe ich nur noch 4. Aber hier kriege ich wieder ein neues. Und da ist ein Mumbo, den nehme ich auch mit. Mumbo Jumbo Pokayoka. Oh Gott. Penetration lebt, Junge. Ich hätte hier vielleicht Full Life reingehen sollen, aber ich weiß ja auch nicht, was mich erwartet, wenn ich in so ein Level reingehe. Okay. Du, 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 du. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ich glaube, wir sind auf einem guten Pfade. So, da haben wir noch eine Note. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da sind wir bei 96. Ach, irgendwo habe ich 4 Noten verpasst. Ich glaube, ich hätte schon fertig sein können jetzt. Ja, Mann. Aber wo? Wo habe ich 4 Noten verpasst, Leute? Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ich glaube, hier bin ich fertig. So. Da gibt es auf jeden Fall wieder Leben gleich. Genauso wie hier. Zack. Puzzleteil Nummer 6. Sehr schön. Und jetzt hole ich mir noch den Mumbo-Schädel da hinten. Und dann sind wir hier plus minus null eigentlich ganz gut rausgekommen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die 4 Noten irgendwo herbekommen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die wahrscheinlich irgendwo im See rumliegen, diese Noten. So, Nummer 8. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden damit. Du, 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 du. Wo komme ich her? War doch hier irgendwo, oder? Ja, hier. Okay, raus hier. Das wäre abgeschlossen. Das ist schön. Hier müssen wir nicht nochmal rein. Also, sofern ich nicht sterbe. Du, du. Okay, schön. Alles erstmal abgeschlossen hier soweit. Du, 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 du. Da muss ich auch nicht rein, im Moment zumindest. Sehr, sehr cool, ey. Jo, ich habe auch die ganzen Gegner oder sehr viele von den Gegnern hier schon besiegt. Ist halt auch ein großer Vorteil für mich. Alter, als Krokodil ist man mega langsam. Aber da kann ich einen Schluck Kaffee trinken. So, theoretisch hier ist auch überall nichts, ne? Aber wir können hier gleich in das nächste Loch rein. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe... Ach, okay. War das alles? Oder kann man da noch kaputt schießen irgendwas und dann noch weiter rein? Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Okay, es geht weiter als Krokodil, Leute. Ich weiß auf jeden Fall, wo noch ein Puzzleteil ist. Möglicherweise auch, wo ich noch einen Jinjo herbekomme. Sogar 3. Ich weiß, wo ich 3 Jinjos herbekomme. Also ich kenne zumindest ihren Aufenthaltsort. Wir müssen jetzt nur noch gewieft sein und das hinbekommen. Also auf jeden Fall war hier einer drinne. Ich weiß halt nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich als Krokodil hier rein muss. Boah, Frame-Einbrüche. Kann ich hier irgendwie als Krokodil unten drunter durch? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist halt die Frage, ob das jetzt was mit seiner Quest zu tun hat. Oder ob man hier sich irgendwo droppen lassen kann. Das hatte ich auf jeden Fall als Foto gemacht. Kann ich mich hier irgendwo runterfallen lassen? Guck mal, hier ist auch ein Schalter. Shit, den habe ich noch nicht gedrückt. Vielleicht kann man mit dem Schalter was machen. Da war auf jeden Fall ein Schalter.
Könnte möglich sein, dass man da irgendwie... Weil ansonsten wüsste ich halt, wo alle Jinjos sind. Banjo-Kart. Dieser Sound ist auch so komisch hier alles. Hi! Ich komme leider nicht zu dir. Ja, keine Ahnung. Kann sein, dass ich da vielleicht als Banjo irgendwie hin kann. Oder ich muss halt wirklich die Quest erst von dem erledigen, damit ich da weiterkomme. I don't know. Naja. Müssen wir später nochmal machen. Auf jeden Fall machen wir erstmal das, was wir als Krokodil so machen können. Ich werfe mich mal runter ins Getümmel. Das ist ja auch eine richtig ekelhafte Ansicht hier gerade. Hä? Was ist das denn für eine Ansicht? Wahnsinn. Das gefällt mir ja gar nicht. Okay. Also ich kann hier gar nicht mit der Kamera so richtig arbeiten. So, hier hatte ich auf jeden Fall einen gesehen. Oder gehört. Ein Jinjo. Hier kann ich rein. Ja. Was? Nein, es wird noch eine Note. Oh nein. Shit. Wo habe ich die vergessen? Ah nein. Jetzt irgendwo sterben einfach, weil ich eine Note und eine Note übersehen und dann alles nochmal neu machen. Oh Gott, wo habe ich die denn übersehen? Ist das ekelhaft. Aber ich kann nämlich auch null umgucken, ne? So, warte mal. Ich glaube, hier könnte ich vielleicht... Ja, das hat geklappt. So, wo bin ich denn jetzt? Kann ich mich hier jetzt vielleicht mal... Jetzt kann ich mal einen kleinen Überblick verschaffen, okay. Also... Ja, ich weiß nicht. Könnte sein, dass hier unten irgendwo... Ich kann halt mit der Kamera... Ah, jetzt geht's. Mensch. Wo könnte diese blöde letzte Note sein? Okay, ich gehe erstmal weiter. Vielleicht ist er ja doch einfach irgendwo random noch versteckt. So, hier ist der noch. Und der letzte Jinjo ist halt... Ne? Bei dem Lord Yabu Yabu im Bauch. Ansonsten sind wir durch. So, pass auf. Ich glaube, hier unten war auch nochmal so eine Röhre. Also ähnlich halt. Leben brauchen wir gerade nicht. Vielleicht ist hier noch eine Note drin. Oder Eier. Eier sind auch gut. Irgendwo habe ich eine Note vergessen. Ich glaube sehr daran, dass ich die irgendwo vergessen habe. Halt gerade mega nervig. Doof gelaufen, glaube ich. Vielleicht wisst ihr ja, wo ich sie vergessen habe. Der Part ist auf jeden Fall auch gleich rum. Ansonsten sind wir ja eigentlich ganz gut durchgekommen bis jetzt. Ja, da werden wir nicht hochkommen. Kann ja doch sein, dass sie hier oben irgendwo noch rumliegt, ne? Dass sie hier irgendwo... Dass ich die hier irgendwo vergessen habe. Kann halt auch sein. Oder auf Lord Yabu Yabu, kann halt auch sein. Irgendwo habe ich eine Note übersehen. Ekelhaft. Okay. Ich werde jetzt von hier aus runter ins Wasser springen. Ich glaube, das ist die beste Lösung, hier rüber zu kommen. Und hoffe, ich bekomme keinen Schaden. Sehr schön. So, dann hole ich mir hier noch ein paar Eier. Und ich glaube, dann sind wir als Krokodil auch schon fertig, oder? Ich glaube schon. So, hier ist ein Puzzleteil. Nummer 7. Da ist ein Leben drinne. Holen wir uns einfach mal, einfach damit es weg ist. So, und ich glaube, da drüben war nur, genau, das ist nur so einer. Nummer 10, das ist schon mal gut, dass wir wieder 10 Stück haben.
Und hier ist so eine goldene Feder drin. Aber ich glaube jetzt mal als Krokodil fertig. Warte mal, das war jetzt Puzzleteil Nummer... Nummer 8, oder? Ne, Nummer 7 erst. Okay, Waben habe ich... Ach, wo ist diese blöde letzte Note, Mann? Irgendwo habe ich sie vergessen. Wo? Where I forgot it. Ich glaube, das muss ich mal rausfinden bis zur nächsten Folge. Ihr könnt es mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr es wisst... Oder ihr sie irgendwo funkeln gesehen habt, unbedingt reinschreiben. Ich weiß zumindest gerade nicht, wo sie ist. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt offscreen nochmal zurück in Benjo verwandeln. Also in den Bären. Benjo. Und ansonsten, ja. Keine Ahnung. Hoffen, dass ich vielleicht irgendwo die letzte Note finde. Irgendwo muss sie ja rumlungern. Mist. Das stört mich gerade. Irgendwo habe ich was verpasst. Vielleicht war es ja auch hier irgendwo. Da, den hätte ich auch noch gerne. Ich gucke mal um den Baum hier rum. Ansonsten würde ich dann sagen... Ah ja, stimmt, hier haben wir noch einen Schädel. Den muss ich auch noch einsammeln. Hier ist auf jeden Fall nichts weiter. Ja, ansonsten könnte ich halt nochmal hier im Wasser rumschwimmen. Vielleicht ist wirklich da irgendwo die letzte Note versteckt. Maybe. Jo. Aber ich würde sagen, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Gerne noch ein paar Tipps in die Kommentare reinschreiben, wo ihr denkt, die letzte Note zu gesehen zu haben. Und ich glaube, ja, dann müssen wir halt noch ihn finden, ne, den Jinjo. Und die letzten zwei Puzzleteile, könnte ich mir vorstellen, sind dann hier oben vielleicht in dem Spieleding drinne. Und dann sind wir ja durch. Das ist meine Theorie, könnte sich bewahrheiten. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Zu Jiggies of Time.